Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir gehen natürlich fröhlich weiter an den Maschinen wieder ran. Ja, mittlerweile sollten wir eigentlich die fertig haben. Ich schaue mal hier rein. 2000 Stück, auf jeden Fall Bombe. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir Holz in die Anlage bekommen. Und das würde passieren, wenn wir noch eine Festplatte machen. Und hier Holz einspeisen. Ich glaube, mittlerweile sind auch alle Tanks voll. Jetzt müssen wir gucken, dass auch die Bären so langsam leer werden, weil die füllen sich jetzt bestimmt auf. Das ist genau richtig. Also hier werden dann sich alle Bären auffüllen. Was einmal sieht, da kann man, glaube ich, hier Zwischenlager welche reinschmeißen. Ah, der wird jetzt da versuchen reinzufüllen. Ich werde jetzt versuchen, immer ein bisschen so Effekt zu packen. Beziehungsweise machen wir hier den Anschluss mal eben so. Damit er hier fröhlich was wegpacken kann, was noch alles von den Feldern darüber kommt, weil das nicht natürlich sich anstaut. Das heißt, für uns später werde ich hier eine Kiste noch hinbauen, beziehungsweise auf der anderen Seite noch größere Tanks aufbauen. Oder es ins ME-System zu packen. Die Flüssigkeiten, die können ja auch darüber gehen. Ja, jetzt schauen wir mal, dass hier ein bisschen was vorangeht. Wird gleich voll sein, definitiv. Das heißt, wir werden auf der anderen Seite was dafür tun. So, jetzt geht erstmal der Plan, Holz rüber zu schicken. Okay, die Frage ist, warum schmeißt er kein Holz rüber? Hat er genug, oder? Bestimmt gar kein Holz mehr hier, ne? Ne, da habe ich nämlich nichts mehr von. Das heißt, wir müssen... Ah, wir können ruhig... Ah, wir können ruhig ein bisschen was herstellen. Können wir ruhig sagen... 250.000, das wird bestimmt irgendein Prozessor packen, ja. Was macht der noch? Okay, der klebt irgendwo fest hier. Schauen wir mal schnell, wo der ran seine Probleme hinten hat. Die Frage ist, wo man denn immer so viel davon reinpackt. Das ist echt blöd. Warum sind denn da welche drin gewesen? Jetzt macht er das auch wieder. Wir schauen mal kurz auf die Displays. Ah, wir hoffen, dass er es schafft. Und wieder kein Mist baut. Ja, lassen wir mal mich überraschen, was daraus wird. So. Jetzt müssen wir noch Holz rüberbekommen. Das würde ich sagen. Da machen wir vielleicht noch eine entspannte 64er. Also fangen wir Kräften eine. Starte mal bitte. Okay. Dann wäre ich so bereit, mich mal ein bisschen um die Sachen zu kümmern. Ja gut, wir müssen gleich drüben doch noch eine Kiste machen, Deep Storage oder ähnliches, dass das weiterläuft. Und dann will ich mich mal ein bisschen um die Bienen weiter kümmern. Ah, die auch fleißig produzieren, warum? Warte mal. Der müsste doch eigentlich rauspumpen. Und die reinpumpen. Noch ein bisschen abwarten hier. Ob es klappt irgendwann mal. Ich weiß, manchmal klappt es nicht, manchmal klappt es. Es ist echt komisch hier, wie das mit den Pipes ist. So, wir müssen unseren Sonnenpark noch machen. Ich will mal wissen, ob es auch Windräder gibt. Also Wind, irgendwas mit Wind. Wind, Wind, ja, die Windmills gibt es da. Sonst gibt es gar nichts, ne? Windmeter. Das mit dem Kinect kenne ich mich noch nicht aus, wie das funktioniert.
Also wie man Kinetic herstellt, aber wir können hier so ein paar Windmills ausstellen. Ja, 0 bis 5. 0 bis 5 EU, also das ist nicht viel, aber warum können wir die nicht herstellen? Können wir denn die, es gibt ja auch noch eine Watermill. Das war die hier. Die lassen sich herstellen, aber die. Keine Ahnung, wie man die herstellt. Dann gibt es ja. Ja, genau, Butania. Wird auf jeden Fall auch kommen. Zentus hat das ja angefangen. Spielt momentan nicht. Hat auch, glaube ich, keine Lust mehr recht dazu. Und ich möchte gerne mit Butania was weitermachen, weil man halt so Erze dann rausscheffeln kann. Ich weiß gar nicht, das hatte man da irgendwo aufgebaut. Ich glaube, unterirdisch. Gehen wir mal kurz vorbei. Und dann schauen wir mal, weil er hätte noch ein Riesenhaus hier. Und das ist nicht fertig geworden. Das ist echt blöd. Hätte man viel mitmachen können. Aber ist leider nicht passiert so. Er hat, glaube ich, in den Ecken immer überall alles hingepackt. Und da hat er doch so ganz viele irgendwo solche Blumen, die das machen. Die kann auch die, was sie machen. Portalwetter, er hat ja einiges gemacht hier. Hat ja noch viel Platz gehabt. Ich kann nicht, was ist das denn? Ach, Quite-Kill-Glass ist das, ah, okay. Ja, guck mal, er hat da alles unter Wasser. Er hätte da schön ausbauen können. Wirklich. Naja. Dann werde ich mich vielleicht ein bisschen mit diesem Mod befassen. Mit Formcraft. Ich werde mich mit allen Mods jetzt so arrangieren, da mit reinzukommen. Wird echt schwer. Technik läuft. Irgendwann wird so eine Art Fabrik aufgebaut, wo ich versuche, alle, wirklich alle Rezepte einzuspeichern. Um einfach per Knopfdruck mir alles rufen zu können. Sag euch ganz ehrlich, das wird richtig schwer, das herzustellen. Per Knopfdruck alles zu rufen. Ich könnte alles craften. Sei es da was, sei es hier was, irgendwas. Damit muss ich mich auch noch drum kümmern. 82.000 ist nicht schlimm. Wir haben noch genug. Schauen wir mal, ob die 64K Festplatte ist. Die ist da. Und dann machen wir uns die 64K Festplatte. Die ich bestimmt mit Anhieb jetzt nicht finde. Genau. 64K. Storage Cell. Dankeschön. Und das machen wir so. Dankeschön. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch die befüllen und dann hätten wir erstmal ein bisschen was da im Heim drin. Das heißt, das da rein. Vielleicht nochmal pepieren. Nochmal hier rein. Oh, nochmal hier rüber. Du hast schon wieder vergessen, wie das funktioniert, wenn man das nicht oft macht. Besonders mit den neuen Mods ist das echt heikel. Normalerweise müsste er jetzt. Export. Da müsste der jetzt. Ah, ich kann ja genug rein. Ich kann 250.000 rein. Warum spuckt er mir denn kein Spruce-Wood hier drauf? Gibt doch noch genug. 2,5 Millionen. Kommen wir hier rein? Schauen wir nochmal nach. Was ich gerne haben will. Ah, jetzt. Jetzt läuft es, ja, und dann füll dich mal ein bisschen auf, bis du hier nichts mehr. Okay, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren.
So, eigentlich nur Holz. Zwei nochmal um die Ecke. Erneut. Ich dachte, ich muss mich damit erst wieder auseinandersetzen und nochmal hier rein. Jetzt will der schon wieder nicht, die Sau. Jetzt kommt er damit an. Gut, das ist das ganze Zeug. Das ist, was eh ins ME gepumpt wird. Das ist ME, das ist ME. Schmeiß ihn einfach mal raus und lass den jetzt mal ein bisschen laufen. Der hier am Arbeiten ist. Du bist noch fleißig, du craftest noch, du craftest noch, du craftest noch fleißig. 31, 32. Und wer stockt da wieder? Ne, er craftet noch, dauert halt noch ein bisschen. Dauert lange, lange, lange. Also hätte ich das mal eher gesehen. Ich gehe mal nur so alle 2-3 Tage drauf. Und schau dann, was hier so an Sachen abgehen. Alles klar, der pumpt jetzt sich voll. Geht das denn gut runter? Ah, gut, das ist hier nicht mehr. Ah, doch. Vielleicht holt er sich erst das aus der Baumfarm raus, aber die läuft ja auch nur so, so lala hier, ne? Ja, die läuft ja erstmal gar nicht. Also ich schau mal, wie viele Enderperlen wir haben. Enderperlen 25.000. Eieiei. Okay. Tanks. Wie viel Glas haben wir noch? Glaspanels. Okay, da müssen wir welche machen. Glaspanels. Köpfen wir da mal 1000 Stück von. Hier machen wir rein. 1008. Ist ganz gut. So, ich habe hier wieder nichts zu trinken. Wie immer. Das heißt, ich greife ja immer um die Ecke. Das ist wieder zischen. Ich will Papa Tanks erstellen. Mal sogar so ein Rezept. Das könnte ich mir eigentlich mal speichern. Ich habe keine Tanks als Ding. Zack. Boah, immer. Kann ich mal sagen, komm, hier kannst du das und das herstellen. Brauche ich eh mehr von. Tun wir mal da hin. So, und jetzt können wir auf Tank gehen. Dann stellen wir 8000. Stellen mal 200 Stück her. Jo. Ist alles vorhanden? Gut. Dann suchen wir nach Tanks. Hab ich schon mal Teil mit. Sind nur XP-Tanks, okay. Hier sind noch die. Überlegen, kann man damit irgendwas machen? Ein paar Einstellungen. Es gibt bestimmt. Ich hasse das Fliegen. Ist mittlerweile die Kugel voll? Oh, sie ist voll. Der Lava-Bottich ist auch voll. Prima, also wir haben so langsam alles im Gange. Halt, stopp. Du kannst hier Water, Fruchtjuice. Honig. Ja, da könnte man nämlich so parallel laufen lassen. Ist der eine Tank leer, pumpt der andere voll. Weil ich das hier noch nicht geregelt habe, wie ich das machen soll. Also er wird schon einiges haben, ja. Er wird jetzt nur nichts mehr in den Feldern haben, weil sich das immer halbiert. Es halbiert sich jedes Mal davon erneut. Und solange davon nichts drin ist, haben wir Probleme.
Das heißt, ich muss konstanten Stack immer unten reinkriegen. Ist schwer, werde ich aber auch irgendwie noch hinkriegen. Gut. Also viele brauche ich nicht. Was ich noch brauche, sind Deep Storages. Aber davon werde ich nicht viele haben. Das heißt, wir werden ach, weißt du was? Dieb. Ne, wir müssen das Ober nehmen. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt habe ich nämlich keinen davon. Das heißt, ich muss jetzt mal einen davon herstellen. Strongbox, die brauchen wir da, das haben wir dann da. Wir kommen da schon mit zusammen, das ist kein Problem. Das ist ein easy win hier. Jetzt müssen wir einen davon craften. Deep Storage. Alles klar. Einen Moment. Deutsch nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Alles klar, Dankeschön. Und so einfach haben wir Deep Storages für uns wieder hergestellt. Also geht relativ fix. Das heißt, hier ist die Deep Storage Unit. Fehlt sind die Kisten. Die. Miau. Die Kisten fehlen noch. So, jetzt gehen wir nochmal auf Deep Storage. So. Einen davon. So, jetzt eine Deep hin wollen. Machen wir next. Dankeschön. Und da haben wir vier Stück auf einmal. So müsste man halt pro Rezept halt immer so eine Kammer nehmen. Aber das ist echt nicht leckfrei, das sage ich euch jetzt schon. Kann man so viele Plätze bauen für Deep Storage. Wir brauchen viele Rezepte für kleine Sachen, da seht ihr ja das. Und da hinten haben wir irgendwo noch die anderen Rezepte. Hier sind die anderen. Irgendwo waren ja noch welche davon drin. Also es ist echt heftig. So, jetzt muss ich mal was kurz schauen. Ich schaue gerade auf die Folge, ich mache einen kurzen Cut, dann habe ich eine längere Folge für heute. Sehen uns gleich sofort wieder.